Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Der nächste Cup wartet auf uns. Im letzten Cup sind wir mit der Mutant Tyrannia gefahren und haben dann am Ende gesehen, dass der Wickler auf dem letzten Platz war. Und ich glaube seine Ehre wollen wir ein bisschen retten. Ach, der ist viel zu groß eigentlich für das Ding, ne? Aber es geht los mit dem Wickler. Hier haben wir neue Reifen bekommen. So, jetzt suchen wir uns natürlich noch ein cooles Auto aus. Das war schon ganz ausgeglichen. Wir könnten natürlich auch mit dem Motorrad fahren. Ja, werden wir auch machen. Hier bekommen wir nochmal einen Gewichtsbonus und einen Tempobonus. Das Animal Crossing ist relativ ausgeglichen. Komm, nehmen wir das. Okay, Federcup haben wir. Dann fehlt uns der Doppelkirschen-Cup. Und da haben wir die Strecken Los Angeles, Strandpartie, Sonnenuntergangswüste, Cooper Cup und Vancouver Wildfahrt. Also, lasst uns diese vier Strecken etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auf geht's! Bin gespannt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie der Wickler sich schlägt. Ich denke mal, der wird schon auf seinem Motorrad vielleicht ein bisschen groß wirken. Ich hoffe, er hat einen Helm auf. Und auf geht's nach Los Angeles. Natürlich dürfen die Ölbohrtürme nicht fehlen. Aber wir starten hier auf den Santa Monica Beach. Oder am Santa Monica Beach. Und dann glaube ich geht's... Oder besser gesagt auf den Santa Monica... Ja doch, Beach ist das glaube ich hier, wo wir starten. Und die Toads, die chillen hier ein bisschen. Genau, jetzt geht's ab an den Strand hier. Ah, wir bekommen natürlich als erstes wieder nur ein paar Münzen. Ah, ich hoffe mal, dass wir hier ja, die Beschleunigungsstreifen mitnehmen können. So, dann packen wir uns den Panzer gleich hinter. Hier liegen Schiffe im Hafen. So viele Details hier wieder auch. Man weiß gar nicht, wo man hier als erstes hinschauen kann. Deswegen habe ich mir auch gesagt, wenn ich mir die Strecken das erste Mal anschaue, fahren wir auch nur die 50 Kubik, weil bei den anderen Cups geht es dann doch ein bisschen schneller zur Sache. Und da kriegt man halt nicht die ganzen Details mit hier. Ich weiß gar nicht, war jemand von euch schon mal in Los Angeles? Also ich persönlich noch nicht. Und hier geht's ab ins Baseballstadion. Sehr gut. Und Burger gibt's auch. Wunderbar. Entweder McDonald's oder Burger King. Keine Ahnung. Und hier links wäre eine Abkürzung gewesen, habe ich gerade gesehen. So, einen roten Panzer haben wir abgewehrt. Der zweite sollte auch kein Problem sein. Wenn wir natürlich einen blauen Panzer bekommen, sieht's schlecht aus. Aber das passt schon, denke ich mal. Und jetzt wird uns natürlich die Sicht vernebelt hier in diesen Ölfeldern. Ah, die können wir gar nicht so richtig genießen. Okay, den haben wir, sind wir aber gut ausgewichen. Ah, da hätte ich gerne noch den Sprung mitgenommen. Und da drüben hätte man, glaube ich, auch lang gekonnt. Bekomme ich die Münze noch? Ich bekomme die Münze noch. Oh, ich habe ja 10 Münzen. Gut. Das ist auch wieder so eine Strecke, die sich von Runde zu Runde verändert. Und das finde ich eigentlich das Gute, dass nicht alles gleich ist. Und wir kommen wieder, glaube ich, an den Strand, oder? Ja, ihr fahrt eine ganz andere Strecke als ich. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Und die Yoshis und Shy Guys warten auf uns. Ach, wir sind schon durch. Okay. Na gut, Herr Wickler, Sie haben Ihren Auftakt mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Bin ja gespannt, wie du dich auf der nächsten Strecke schlägst. Und zwar ist das die Sonnenuntergangswüste. Und ich glaube, ein Detail wurde hier etwas geändert. In der Originalversion dieser Strecke war es, glaube ich, so, dass sich von Runde zu Runde auch die Tageszeit bzw. die Lichtstimmung etwas änderte.
Das sollte heißen, dass wir im Prinzip im Hellen losfahren. Oh Gott. Und in der Nacht die Strecke beenden. Dieses Detail haben sie ja leider nicht mit drin. Oh, ich hatte sogar einen roten. Oh, die Musik ist schon. Die Musik ist schon richtig gut. So, den Panzer knallen wir uns mal hier dahinter. Es war ein roter Panzer, aber wir haben sogar eine Tröte bekommen. Das heißt, wir können uns einmal vor den. Wir können uns einmal vor diesem blauen Panzer schützen. Oder auch nicht mehr. Schwuppdiwupp, weg ist er. Aber sehr cool. Ah, ich wollte die Bombe eigentlich nach hinten schmeißen. Ich habe noch nicht so richtig rausbekommen, wie ich die Bombe nach hinten schmeiße. Wenn ich die. Eigentlich müsste ich sie nach hinten halten und dann einfach losschmeißen. So. Bis jetzt sehe ich noch keinen blauen Panzer auf der Karte. Aber wir haben unsere Banane. Wir hatten unsere Banane. Einmal hier durchs Indianerdorf. Die Shy Guys freuen sich. Die Münzen sind schon wieder weg. Und so richtig schöne Western-Musik haben sie hier auf der Strecke. So, gib mir ein paar gute Items, komm. Okay, grüner Panzer und Banane. Der grüne Panzer wurde uns gleich wieder abgenommen. Nicht so toll. Aber ich denke mal, auch hier die letzte Runde werden wir ohne Probleme schaffen. Wir haben zwei Bananen. So, diesmal haben wir alle drei Beschleunigungsstreifen mitgenommen. Mal ein bisschen extra Speed aufbauen. Okay, die Bananenschale. Die schmeißt er nach hinten. Okay, du hast den goldenen Pilz. Okay, jetzt hauen wir die noch weg. Und damit haben wir auch die zweite Strecke erfolgreich geschafft. Tja, Wiggler, da kannst du dich wirklich freuen. Zwei Strecken hast du noch vor dir. Ich hoffe doch, du schlägst dich da genauso gut wie bei den ersten zwei Strecken. Ach ja. Nach so langer Zeit wieder mal Mario Kart 8 spielen. Und diesmal sind wir im Cooper Cup von Mario Kart Wii. Okay, jetzt hat es natürlich gerade an der Tür geklingelt. Jetzt muss ich mal ganz kurz Pause machen. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja, wir bleiben mal so kurz. Ach, so. Da geht's weiter. Natürlich wurde ich gerade hier dann beim Start total abgelenkt, ne? Aber was soll man machen? Warum jetzt auch gerade bei der Aufnahme der Hermesbote da draußen an der Tür klingelt, weiß ich auch nicht. Aber das soll uns nicht abhalten. Wir genießen die Strecke. Einmal hier nach oben. Okay, warte mal, die Münze kann weg. Ey, den Panzer wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Aber dafür haben wir die Abkürzung hier oben bekommen. So. Oh, hier sind schön die Cooperhäuser dargestellt. Oh Gott. Vom Fluss in die Röhre. Okay. So. Wir haben sogar durch dieses Beschleunigungsding hier den roten Cooper-Panzer abgewehrt.
Das heißt, wir haben immer noch unsere Banane und unsere grüne Cooper Shell. Aber haben auch so schon die erste Runde gemeistert. Na, dann wollen wir mal. Auf geht's. Was war jetzt denn los hier? Ah, jetzt meine Items verloren. So, diesmal würde ich sagen, bleiben wir hier im Fluss. Guck mal, hier hinten gibt es noch ein Item. Kriege ich das? Ah, Gott sei Dank. Sehr schön. Ah, nur Münzen. Naja, gut. Ist nicht weiter schlimm. Ah, da wollte ich nochmal. Warte mal, wir können ja hier... Ach, hat nicht gereicht, da hoch. Komm schon, Wickler, stell die nicht so an. Oh, der wird sogar wütend, habt ihr das gesehen? Der kann sogar richtig wütend werden. Und da haben wir eine Bananenschale, sehr schön. Also gegen Rot und gegen Grüne Panzer sind wir auf jeden Fall... Ah, da regt er sich auf, okay. Weil wir den Goomba da mitgenommen haben. Einmal da lang, einmal da lang. Ah, wir könnten jetzt natürlich auch... Ah, da kommen wir ja gar nicht durch. Wir müssen hier sowieso hier übers Wasser. So, da kommt auch der rote Panzer. Schwuppdiwupp ist er weg. Den haben wir gut abgewehrt. Das nehmen wir noch mit. Ah, kein zusätzliches Item für uns. Aber die Passage ist doch relativ schnell, muss ich sagen. So, da brauchen wir nicht auf. Da gibt es nur Münzen. Weil ich denke mal, wir sind nämlich durch hier. Jawohl. 10 Münzen haben wir gesammelt. Die nächsten Punkte und... Tja... Schon die letzte Strecke wartet auf uns. Ach ja. Diese Hermesboten. Ich werde immer noch nicht drüber fertig, dass die mich stören, wenn ich hier meine Aufnahme mache. Auf geht's zum Vancouver Wildfahrt. Und natürlich muss in Vancouver auch ein Eisstadion vorhanden sein. Die Strecke ist aus Mario Kart Tour, wenn ich das richtig sehe. Und wir starten in unser letztes Rennen. Und diesmal... geht's auf jeden Fall mit einem besseren Start los als beim letzten Rennen. Aber wie gesagt, das war dem geschuldet, dass es da auf einmal an der Tür geklingelt hat. Und die sind ja so hartnäckig, wenn man da nicht sofort an der Tür ist, dann ja, wird hier Dauer geklingelt. Oh, eine Grillhütte, sehr gut. Oh nein. Ach, jetzt habe ich auch noch meine... Ich habe noch meine Bananenschale weggeschmissen. Die wollte ich doch als Schutz haben. Na gut, vielleicht bekommen wir noch eine. Ja, wir bekommen noch eine. Gott sei Dank. Sehr gut. Komm, den Beschleunigungsstreifen hier, den nehmen wir mit. Oh, das ist so nice hier über die Brücke. Und auf geht's. In die Stadt, in die große City. Mal schauen, was sie auch so für ein Nachtleben haben, ne? Ja, nicht sehr viel. Die stehen hier alle auf der Straße rum. So. Ach, leider nur ein Item. Ich vermute mal ganz stark, dass das wieder Münzen werden und dann fallen wir auch noch hier runter. Weil uns die Beschleunigung gefehlt hat. Und die Münzen sind auch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, für was die Münzen sind. Ich glaube, die Münzen sind wirklich nur dafür da, wenn man die sammelt, na klar. Wenn man die sammelt, dass man dort Fahrzeugteile freischaltet. Also komm schon, gib mir mal noch ein paar Münzen. Ah, Tröte haben wir bekommen, sehr gut. Die
können wir vorher natürlich einlösen, damit wir die Münzen noch bekommen. Und jetzt geht's ab ins Eisstadion. Die Stimmung ist bombastisch. Oh, Scheigei weg da. Da müssten wir eigentlich durch sein, oder? Ja. So. Die Münzen noch weg. Haben wir wenigstens 6 Stück bekommen und. Okay, wir haben noch eine Runde. Aber die Strecke ändert sich doch. Oh, Gott sei Dank. Schnell die Bananenschale nach hinten. Ah, bei den Fledermäusen passe ich diesmal auf. Da möchte ich nicht nochmal dagegen fahren. Das gibt's doch gar nicht. Und jedes Mal, wenn der Wickler getroffen wird, da regt er sich auf und wird richtig rot. Ich würde mich auch aufregen, wenn ich hier von dem Cooper oder so oder von dem Blitz getroffen würde. So, diesmal geht's geradeaus hier. Also ändert sich die Strecke doch. Sehr schön. Und am Ende nochmal durch die City von Vancouver. So, Bananenschale weg. Grünen Panzer weg. Und damit haben wir auch diesen Cup erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Wickler, du darfst dich zu Recht freuen. Im letzten Cup standst du auf dem letzten Platz. Und in diesem Cup geht's für dich ganz nach vorne auf den ersten. Und wir wollen uns natürlich noch ein paar Highlights anschauen. Und dann holen wir uns unseren Pokal ab. Okay, also wieder 2 wunderbare Cups. Ich muss sagen, die Cups werden von Welle zu Welle besser. Mit Kamek sind wir jetzt nicht gefahren, aber ich denke mal, entweder kommen noch 2 Charaktere, weil noch 2 Fragezeichen vorhanden waren bei der Charakterauswahl. Da werden wir mit Kamek dann im nächsten Part fahren, beziehungsweise wenn es dann in die 100 Kubik geht, werden wir da halt Kamek nehmen. Wir schauen mal. Das war auf jeden Fall der Doppelkirschen-Cup und da ist unser goldener Pokal. 60 Punkte haben wir und dadurch, dass wir 700 Münzen gesammelt haben, haben wir auch ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Das war es fürs erste wieder einmal mit Mario Kart 8 Deluxe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.